Das Porträt einer Frau unbestimmten Alters. Einer Dienstmagd vielleicht? Wären da nicht Pinsel und Palette, die sie selbstbewusst dem Fotografen präsentiert? Mit ihren blühenden, früchtetragenden Bäumen und Pflanzen schuf sich die Aufwartefrau Seraphine Louis ein irdisches Paradies. Der Lebensbaum. Die mystische Pflanzenwelt ihres malerischen Werkes ist Sinnbild des menschlichen Lebens und zugleich Schutzschild gegen die Enge der kleinen französischen Stadt Senlis. Hier, eine halbe Zugstunde von Paris entfernt, verbrachte sie fast 50 Jahre ihres Lebens als Außenseiterin. Vielleicht wäre Seraphine Louis oder Seraphine de Senlis, wie sie auch genannt wird, nie bekannt geworden, hätte sie nicht der deutsche Kunstsammler Wilhelm Uhde entdeckt. Den Förderer naiver Kunst und Freund Picassos zog es 1912 in die Landschaft der Île-de-France, um Ruhe vor dem hektischen Paris zu finden. Er suchte, wie er pathetisch beschreibt, die Reinheit des Himmels, der sich über der Stadt wölbte. Was er fand, war die Reinheit der Farbe und der Form in den Bildern einer visionären Malerin. 8 Francs zahlte er für ein Stillleben, das ihm bei Nachbarn in Senlis auffiel. Mit Staunen erkannte er in der Malerin seine Aufwartefrau Seraphine Louis, die jeden Morgen seine Wohnung aufräumte. Cézanne wäre glücklich gewesen, diese Bilder zu sehen. Eine seltene Leidenschaft, ein heiliger Eifer, eine mittelalterliche Glut lebt in ihnen. Uhde, der auch die Bilder des Zöllners Rousseau sammelte, ermutigte Seraphine, besorgte ihr Malmaterial und kaufte alle ihre Bilder, wenn auch für wenig Geld. Les gens riches de Senlis qui l'employaient pour faire la lessive, pour balayer. Die reichen Leute von Senlis, die sie beschäftigten, denen sie die Wäsche wusch und bei denen sie putzte, die sagten, das ist doch nicht möglich, dass Seraphine eine Künstlerin ist. Sie malt doch mit Lack. Den nimmt man für Mauern, für Autos. Mit Lack malt man doch keine Bilder. Und außerdem ist sie verrückt. À faire des tableaux. D'ailleurs, elle est folle. Elle achète ça. Sie kauft den Lack bei einem Drogisten in Senlis, so als ob man Farbe für ein richtiges Gemälde bei einem Drogisten kaufen könnte. Richtige Farbe, die gibt es doch nur in Paris und nicht in Senlis. Und richtige Künstler, die gibt es auch nur in Paris. Sie ist ja verrückt, sagte man. D'ailleurs, elle est folle. Alors, elle est folle. C'est pas la peine. Seraphine Louis wurde 1864 in dem kleinen Ort Arcy in der Oise geboren. Ihre Eltern waren sehr arm und starben, als Seraphine 6 Jahre alt war. Das einsame junge Mädchen war anders als die Kinder ihres Alters. Es sprach mit den Bäumen und Pflanzen auf den Wiesen und Weiden, auf denen es die Kühe des Dorfes hütete. 20 Jahre verbrachte sie dann im Konvent Saint-Joseph de Cluny in Senlis. Es hieß, sie sei Novizin gewesen, aber eines Tages hätten die Schwestern sie wieder weggeschickt, weil sie nichts tauge. Seraphine arbeitete als Dienstmädchen in den reichen Bürgerhäusern. Sie war unzuverlässig und man munkelte, dass sie in ihrer armseligen Behausung in der Rue du Puy-Tiphaine merkwürdige Bilder male. Heute würdigen die Bürger von Senlis sie mit einer Gedenktafel. Seraphine Louis hat das Malen nie gelernt, besuchte nie ein Museum und doch schuf diese einfache Frau etwas Vollkommenes mit ihren Bildern. Um Seraphine ranken sich viele Legenden. Es gibt wenig Gewissheiten. Vielleicht hatte sie zunächst Bilder restauriert, wie sie hier ironisch vermerkte. Sie fügte diesem konventionellen Blumenstrauß schon einige für ihre Malweise typische züngelnde gelbe Blüten bei, die an Van Gogh erinnern. Möbel, Gegenstände übermalte sie. Diese beiden Vasen sind das Einzige, was aus der Zeit ihrer frühen künstlerischen Versuche geblieben ist.
Blumen in einem Korb um 1910. Schon ihre frühen Bilder sind meisterhaft komponiert und mit dem Begriff naive Kunst nur unzureichend zu beschreiben. Die Kathedrale von Senlis. Für Seraphine ein heiliger Ort, an dem sie häufig verweilte. Ihr Aufenthalt bei den Nonnen im Konvent Saint-Joseph war nicht ohne Konsequenzen geblieben. Trotz des immer wiederkehrenden Baum- oder Pflanzenmotivs sind ihre Bilder geprägt von einer mystischen Religiosität. Hier in der Kathedrale hatte sie ihre Erleuchtung. 1905 in der Kathedrale erzählte sie, hat mir ein Schutzengel gesagt, ich solle mich mit dem Malen befassen. Seraphine malte in Trance, glaubte, ein Engel führe ihr die Hand. Wie ihre intensiven Farben zustande kamen, das blieb ihr Geheimnis. Die Farben, die Udi ihr gab, rührte sie nicht an. Sie fand ihre eigenen, die sie mit Lacken mischte. Niemand durfte ihr beim Malen zuschauen. Die Tür zu ihrem Atelier blieb immer verschlossen. Mademoiselle Seraphine empfängt nicht. Sie hatte sich in ihrer Einsamkeit eine Welt geschaffen, die trotz ihrer Begrenztheit ungeheuer reich war. Eingeschlossen in ein armseliges Leben träumte sie vom Paradies, malte sich ihren Paradiesbaum. Blüten nehmen die Formen von züngelnden Flammen an. Erotische und mystische Vorstellungen, unerfüllte Träume, unerfüllte Wünsche. Bildfantasien als Ersatz für das Leben, das Seraphine Louis versagt blieb. Während des Ersten Weltkrieges musste Wilhelm Ude Frankreich verlassen. Zurück blieb eine verschüchterte Frau, die mit gesenktem Kopf den Bürgersteig verließ, wenn ihr jemand entgegenkam. Jeden Tag sah man sie in ihrer Tasche den Vin Généreux, den feurigen Wein, nach Hause tragen. Wenn sie einmal kein Geld hatte, tauschte sie ihre leuchtenden Stillleben gegen Lebensmittel und Wein ein. Für die Kaufleute von Senlis waren ihre Bilder ohne Wert, landeten auf dem Speicher, gingen verloren, wurden verbrannt. Nie kam es Seraphine in den Sinn, die Enge der Kleinstadt zu verlassen, die Missgunst der Bürger, die die unwürdige Dienstmagd für verrückt erklärten. Sie sagen, dass es nicht schicklich, sondern eine Dreistigkeit sei, zu malen, wenn man eine ungebildete Dienerin ist, empörte sie sich. Wenn Seraphine durch die Straßen ging, mit ihren roten Haaren, ihrem schwarz angemalten Strohhut und ihren Arbeitsschuhen, hielt man die Kinder von ihr fern. Man lud die Dienstmagd, die eine Künstlerin sein wollte, ein, an einer Gemäldeausstellung provinzieller Maler teilzunehmen. Der Ausstellungsort war das Rathaus in Senlis. On va l'inviter à exposer à notre exposition. Die Leute wollten sich einen Spaß machen, als sie Seraphine baten, ihre Bilder auszustellen. Sie wollten etwas zu lachen haben. Denn nur wenige hatten ihre Gemälde ja gesehen. Die Bilder hingen neben denen der Damen der Gesellschaft, der Komtessen, der Herzogin. Und deren Bilder waren jedoch viel kleiner als ihre großen Leinwände. Und nur Seraphine allein hat ihre Bilder verkauft. Das war wie eine Ohrfeige, die sie all den Leuten gab, die von sich dachten, sie könnten gut malen. C'était une gifle qu'elle fichait. Qu'elle donnait aux gens qui croyaient bien peindre. Und wieder war der Käufer ihrer Bilder Wilhelm Ude, der nach 13 Jahren in die Ile-de-France zurückgekehrt war. Er schien den wahren Wert der Bilder von Seraphine Louis zu kennen und kaufte von nun an wieder alles, was sie malte. Die großen Margueriten um 1925 bis 28.
In vollkommener Einsamkeit, aber mit einer vom Göttlichen erfüllten Seele, schuf sie ihre großformatigen Bilder, deren Farben mit erlesenem Geschmack aufeinander abgestimmt waren. Sie selbst nahm sich bescheiden zurück. Ich male, aber das ist schrecklich schwer, denn ich bin alt und wie eine Anfängerin, die keine Erfahrung hat, sagte sie zu Ude. Im nahen Paris, das Seraphine nie gesehen hat, organisierte Wilhelm Ude 1927 eine Ausstellung, die Maler mit dem Heiligen Herzen. Andere folgten. Die Malerin Seraphine Louis machte in der Pariser Kunstwelt Furore. Ihre Bilder wurden in wichtige Sammlungen aufgenommen. Sie aber blieb in Senlis, bestellte Möbel und Geschirr. Wahrscheinlich lieferten ihr die Händler gar nichts, weil sie nicht glauben konnten, dass sie nun Geld habe. Sie war 63 Jahre alt, erzählte von einem Verlobten, einem Offizier in der Sahara und dass sie von Jesus schwanger sei. Nachts malte sie, trank ihren göttlichen Rotwein und sang bei offenem Fenster mit heller Stimme Choräle. Als Ude aus finanziellen Gründen keine Bilder mehr von ihr kaufen konnte, fand sie sich in der Wirklichkeit nicht mehr zurecht. Sie war von ihm enttäuscht, fühlte sich von bösen Frauen verfolgt, lief durch die Stadt und kündigte in ihrem Wahnzustand die Bestrafung der Bösen an. Man lieferte sie 1934 in die psychiatrische Anstalt im nahen Clermont ein. Ude schrieb später, der Tod sei ihr gnädig gewesen und habe sie 1934 ereilt. Tatsächlich lebte sie verzweifelt und ohne Freunde noch bis 1942. Am Ende ihres einsamen Lebens verwundern ihre religiös gefärbten Rachegedanken nicht. Gott der Herr hat mir gesagt, ich schaue sie alle an, und sie ahnen nicht, welche Leiden und Qualen ich in der Ewigkeit für sie vorbereitet habe, damit sie ihre Betrügereien und Bösartigkeiten gegen dich büßen. Sie werden im Sturm brennen. Ob sie wirklich schizophren war, ist nicht bewiesen. Gemalt hat Seraphine Louis bis zu ihrem Tode nicht mehr. Die paradiesischen Visionen blieben aus. Seraphine Louis, deren Bilder heute in den großen Museen der Welt hängen, liegt auf dem Friedhof in Clermont zusammen mit anderen ehemaligen Anstaltsinsassen in einem Massengrab, ohne Grabstein. Dabei hatte sie sich zu Lebzeiten ganz unbescheiden gewünscht, es möge einmal darauf stehen, hier ruht Seraphine Louis, die Unübertroffene, in Erwartung der glücklichen Wiederauferstehung.